und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um die Blissimbox, denn die hat mich erreicht. Und genau, wir kommen jetzt hier zum Design. Das ist diesen Monat recht schlicht, muss ich sagen. Also dieses braun-beige, weiß gehaltene Design. Ja, hier ist sehr schlicht, wie gesagt. Und genau, wir schauen jetzt hier gemeinsam einmal rein. Hier haben wir einmal das digitale Magazin hier und den QR-Code dazu, genau, und einmal das Motto wäre hier Back to Cool. Genau, hier steht auch noch etwas dazu geschrieben. Diesen Monat Kultmarken in Sicht. Im September hast du die Möglichkeit, ein Produkt einer dieser zwei Star-Marken zu testen. Tarte und Dermalogica. Eine gehört zur Königsklasse im Bereich veganes Make-up und die andere hat sich als Experte im Skincare-Bereich ausgezeichnet. Freue dich auf das Beste der Beauty Made in USA. So, genau, das lege ich jetzt hier einmal zur Seite. Dann habe ich hier einmal die Blissimbox hier einmal geöffnet. Hier kommt uns auch gleich ein Täschchen hier entgegen. Genau, das werde ich hier auch gleich als erstes aufpacken. Ja, bin ich gespannt. Hat so ein Blumendesign. Also hier, so sieht das Ganze hier einmal aus. Genau, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Genau, so sieht es hier einmal von innen aus. Finde ich sehr praktisch. Man kann immer so kleine Täschchen brauchen. Also ich zumindest finde ich richtig, richtig super, dass sie das hier mit reinlegen. Dann fangen wir doch hier mit dem ersten an. Und zwar, das ist hier Bumble and Bumble. Ein Hairdresser Invisible Öl. Also ein Öl, das soll hier vor Hitze, vor Spliss soll es vorbeugen, also allgemein ein sehr tolles Produkt für die Haare. Genau, das ist hier einmal mit einem Sprühkopf hier oben. Das hat hier einmal, vorne stand es glaube ich dran, 30 Milliliter sind hier einmal enthalten. Genau, also das ist hier das erste Produkt. Kann ich jetzt so gar nichts damit anfangen. Kenne ich so jetzt auch nicht. Das ist übrigens ein Primer Base Thermo Protection Anti-UV, also gegen UV eben und gegen Hitze, also ein Hitzeschutz unter anderem. Finde ich ganz gut, wie gesagt, dass das hier drin ist. Nur, ja, mir sagt jetzt hier die Marke nichts und ich benutze auch sowas nicht für die Haare an sich. Muss ich mal ausprobieren. So, dann haben wir hier von Voila Eyes Contour Care, sind einmal 15 Milliliter enthalten. Genau so sieht das Ganze hier einmal aus. Genau, das ist hier einmal, wie gesagt, für die Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Base ist. Also es soll hier eine Pflege für die Augen, für die Augenpartie sein. Genau, also finde ich ganz interessant hier das Produkt. Ja, kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, da ich solche Produkte für die Augen jetzt nicht benutze. Soll auch Feuchtigkeit spenden, also ja, tolles Produkt an sich. Nur, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt behalte oder auch an euch verlosen werde. Das werde ich mal sehen, genau. Dann kommen wir hier schon zum dritten Produkt. Das ist hier eine Massagebürste. Die lasse ich auch eingepackt, weil ich nicht weiß, ob ich die verwenden werde oder nicht. Das soll hier gegen Zellulitis helfen. Genau, man soll das hier so eine Massagebürste gegen Zellulitis. Also weiß ich nicht, ob ich das hier in Verwendung nehmen werde. Deswegen, ich lasse es jetzt mal eingepackt, mal sehen. Ansonsten werde ich es auch an euch verlosen. Genau, das werde ich jetzt übrigens auch mit jedem Blissimboxen und Glossyboxen machen, dass ich all die Produkte, die ich nicht verwende, an euch verlosen werde. Dazu gibt es aber dann in einem anderen Video noch eine weitere Information dazu. So, dann haben wir hier von Dermalogica Special Cleaning Gel. Genau, hier hat 50 Milliliter enthalten. Genau, das sieht hier so aus. Genau, hier ist steht jetzt nichts. Seifenfreies Schaumgel reinigt alle Hauttypen. Genau, das ist hier ein Gel und ist übrigens auch Originalgröße, habe ich gesehen. Genau, wie gesagt, 50 Milliliter, das hatte ich gerade schon eben gesagt. Finde ich ganz interessant, finde ich auch schön, das Produkt jetzt hier, dass es enthalten ist. Solche Gesichtspflege
Produkte sind ja immer ganz toll und kann man ja auch immer verwenden. So, wir kommen jetzt hier schon zum letzten Produkt, und zwar das ist von NYX Paris, Mervilance Lift Glow. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. 15 Milliliter sind hier einmal enthalten. Genau, ich schaue jetzt, ob ich hier die Lifting Creme mit Glow-Effekt, Faltenkorrektur und Straffung morgens aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Sehr interessant. Ich denke, es wird zu sein. Nein. Das hat einen sehr intensiven Geruch, sage ich jetzt mal. Ist aber trotzdem interessant. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt für mein Gesicht verwenden werde, aber an sich ist es ein tolles Produkt. Wie gesagt, auch alle Produkte hier aus dieser Bliss in Box wieder sind super, wie ich finde. Nur zu 100% werde ich sie nicht nutzen, das ist ja klar. Es sind nie zu 100% Produkte in der Box drinnen, die man auch verwenden kann. Alle anderen Produkte, die ich nicht verwenden kann, wie gesagt, werde ich auch an euch verlosen. Das Video war jetzt relativ kurz, habe ich schnell und zügig jetzt hier durch. Gehuscht bin ich hier, aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.